Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2014. Diesmal im Fürstentum und zwar in Monaco. Und ja, hab mal wieder im Training ein kleines Setup schön zusammengebaut. Hoffe, das funktioniert auch. Die Mechaniker haben an der Kurvenstabilität des Autos gearbeitet. Du solltest eine leichte Verbesserung bemerken. Ja, eben. Denn ich habe auch einen Test absolvieren müssen und ja. Ich hoffe, dass mir das im Rennen weiterhelfen wird, auf jeden Fall. Und ja, ich mache jetzt mal mit den harten Reifen erstmal eine Runde. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein Desaster wie beim letzten Mal in Spanien, wo ich dann doch noch mit den weichen Reifen raus musste. Und da sehe ich auch schon ein paar Fahrzeuge mit weichen Reifen. Ist eigentlich doch ziemlich ungewöhnlich. Bei einem Caterham oder bei einem Marussia würde ich es ja verstehen, aber bei einem Was India, bei einem Lotus und so, naja, sind zwar nicht gerade die schnellsten diese Saison, aber naja, ich hätte zumindest gedacht, dass die wenigstens den ersten Stint mit harten Reifen fahren. Aber na gut. Bin wirklich mal sehr gespannt, wie ein Flitzebogen, wie ich denn hier so zurechtkommen werde, weil ganz gut bin ich nämlich in Monaco noch nie gewesen, also. Hier sind so ein paar Kurven, die kann ich zum Verrecken nicht richtig. Und was die aber, finde ich, zum früheren Teil schöner gemacht haben, ist einmal der Blick aufs Meer. Dann teilweise hier die Reifenspuren haben sie etwas verbessert her, die ja auf dem Boden sind. Und den Ausblick auf den Berg, weil ich meine nämlich, den beim letzten Mal war, sah das bei weitem schlechter aus. Also sieht schon ganz nett aus mittlerweile. Und auf jeden Fall freue ich mich, hier mal wieder fahren zu können, auch wenn ich die Strecke nicht gut kann. Auch die Bäume im Hintergrund, die waren beim letzten Spiel bei weitem, ja, detailarmer. Ich werde jetzt erstmal ein klein bisschen Abstand halten. Ich habe nämlich keine... Upsala. Ja, man sollte auch nicht voll in die Mauer fahren. Ich habe nämlich keine Lust auf einen aufzufahren von denen, wenn ich gerade in einer schnellen Runde bin. Deshalb habe ich lieber ein bisschen Platz gelassen und habe dadurch dann natürlich die Chance, etwas, ja. Was war das denn jetzt gerade? Wieso lenkt der denn nicht? Komisch, muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Okay, keine Ahnung. Ob ich eben zu schwach eingelenkt habe, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte er gerade bei mir fast geradeaus fahren. Im ersten Mal zumindest. Alter, was ist denn das schon wieder? Ja, die Strecke ist ein bisschen sehr eng, also die verzeiht wirklich keinen Fehler. Man hängt direkt in der Wand dran. Und da vorne ist doch schon wieder ein langsamer. Dabei habe ich eben schon extra Platz gelassen. Ich hoffe, der wird mir jetzt nicht unbedingt die Runde verhageln. Das wäre nämlich echt scheiße. Vielleicht habe ich ja Glück und kann ein bisschen seinen Windschatten. Naja, das war dann mit dem Windschatten. Also ich glaube, das hat überhaupt nichts gebracht gerade. Habt ihr das gerade auch gesehen? Warte mal, So, Kamera ist die hier. Machen wir mal hier die. Irgendwie sah das so aus, als wäre mein Auto am Hüpfen. Okay. Anscheinend. So. Und wieder los. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Screenshot gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich fahre hier schon wieder gegen die Mauer. Also, ja. Die Strecke ist halt auch nicht meine Lieblingsstrecke, obwohl ich sie trotzdem eigentlich ganz cool finde. Aber ja, ist halt ein bisschen eng und wenn man hier mal einen Fehler macht, dann hat man wirklich die A-Karte. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich das Auto nicht im Qualifying zerschrotte. Also wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Eine 1.22.3 hat der Grosjean da gefahren. Meine Zeit ist noch bei weitem schlechter. Allerdings im Training habe ich auch eine 1.22.2 hinbekommen. Ich glaube sogar eine 1.22.2 war es, glaube ich.
Also sollte das eigentlich möglich sein. Zumindest habe ich es eben hinbekommen. Ich weiß nicht, die Verhältnisse waren zwar ein klein bisschen anders, aber waren jetzt auch nicht so unterschiedlich. Jetzt habe ich ja bereits im ersten Sektor schon wieder etwas mehr Zeit gewonnen. Also die Runde an sich war nicht wirklich gut. Ja, wenn wir die eine Runde absolviert haben, eine gute Runde hingelegt haben, ja, das ist natürlich jetzt ganz geil, dass mir der Grosjean ausgerechnet da vor die... Das ist natürlich ganz schlecht. Er hat zwar einigermaßen sauber Platz gemacht, aber das wird mich trotzdem etwas behindert haben, von der Zeit her, denke ich. Ich bin gerade verdammt schnell, also eine 1,9 Sekunden schneller, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Da könnte es sogar eine ganz gute Zeit werden. Ja. 1,2 Sekunden schneller als Grosjean, ich glaube das sollte eigentlich schon reichen. Ich denke mal, 2,3 Sekunden aufholen zur ersten Runde. Hoppala. Gott sei Dank noch abgefangen. Sonst hätte ich mir nachher noch den Frontflügel kaputt gefahren. Ich denke mal, jetzt werde ich mal in Ruhe in die Boxengasse fahren können. Reifen sind relativ warm. Verschleiß geht eigentlich, obwohl ich ein bisschen rumgerutscht bin. Also ich hoffe, das Setup ist reifensparender als sonst. In die nächste Runde sollten wir eigentlich mit der Zeit auf jeden Fall kommen. Also wir sind sogar vor Alonso Bottas und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass uns unbedingt noch 16 Autos überholen werden. Ja, ich fahre da schon wieder gegen die Mauer. Bock, geil. Wie geil ist das denn, ey? Naja, egal. Wir sind ja jetzt eh schon in der Boxengasse, von daher, da können wir nicht mehr groß abfliegen und uns die Karre ganz zerschrotten. Weil das war nämlich meine Befürchtung, wenn wir dann am Weg zurück sind und der Flügel fehlt und wir fliegen ab und haben dann Totalschaden. Das wäre natürlich nicht so toll. Aber natürlich bei der Boxeninfahrt ist das halb so wild. Oh, die haben aber ganz schön lange gebraucht, nur um einen scheiß Frontflügel auszutauschen. Ja. Vorgenommen. Du solltest jetzt stabiler in den Kurven liegen. Das habt ihr mir ja eben schon mal gesagt. Wer ist denn jetzt auf dem ersten? Natürlich Hamilton. Und so viel schneller war er jetzt auch nicht. 0,2 Sekunden. Das ist wirklich nix. Die Reparatur des Autos hat uns etwas zurückgeworfen. Aber ich denke mal, das dürfte reichen. Ja, im ersten Sektor sind wir gleich schnell, im zweiten sind wir sogar schneller, nur im dritten Sektor waren wir langsamer. Also das reicht definitiv, also das ist kein Problem. Ich hoffe, das wird dann im Q2 und im Q3 genauso gut gehen, dann habe ich, ja... Gut so, du hast Q2 erreicht. Sieht zumindest bisher ganz gut aus. Und wir sind 1,4 Sekunden... ungefähr schneller, ja 1,2 Sekunden, als der Teamkollege. Also von daher, das passt auf jeden Fall auch schon mal. So, ich will trotzdem wieder harte Reifen. Und wir fahren direkt mal raus, dann können wir wenigstens ein, zwei Stints, beziehungsweise ein, zwei Runden im harten Reifen nochmal absolvieren. Vielleicht reicht es schon, ich weiß es aber nicht, also könnte knapp werden. Aber dann brauche ich keine zwei Stints mit einem weichen Reifen unbedingt fahren. Also da spare ich mir die doch lieber fürs Q3 auf, weil da möchte ich doch versuchen, relativ weit vorne zu landen.
Nur so ein paar Kurven haben es mir hier auf der Strecke wirklich angetan. Also, meine Güte, da rutsch ich oder beziehungsweise flieg ich auf ab oder knall in die Mauer. Das ist echt der Wahnsinn. Hier die Kurve finde ich auch ein bisschen zu eng eigentlich. Also, wenn du manchmal im Fernsehen siehst, wie die da mit zwei Mann durchfahren, da frage ich mich, wie schaffen die das? Ich komme ja mit einem in meinem Auto alleine schon kaum rum. Und geschweige denn mit zwei Autos da durchzufahren, ja. Das erfordert schon eine ganze Menge Mut. Und dabei spiele ich ja hier auf dem PC und die fahren dann im echten Leben da durch. Also, und das auch nicht gerade langsamer. Die sind in der Regel sogar schneller in der Kurve als ich. Also, die müssen echt ganz schöne Cojones haben, um da durchzufahren in dem Tempo. Würde da definitiv gegenknallen. Ja, ich rutsch da dran. Das habe ich schon gesehen, bevor es passiert ist. Also war etwas kurios gerade. Sagen wir es mal so. Reifentechnisch sieht es noch ganz gut aus, aber wir sind nicht übermäßig abgenutzt und der meint natürlich genau dann einzulenken, wenn ich an ihm vorbeifahren will. Oh wei. Jetzt habe ich natürlich ein dickes Problem, dass ich die ganzen Typen jetzt vor mir habe. Aber wir sind ja schon ein paar Fahrer ausgeschieden im Q1. Naja, mal schauen. Vielleicht kann ich mich jetzt ein bisschen dran saugen. Danke, dass du geboren bist. Mann. Ja, das war schon besser als auch teilweise im Training durch die Kurve gerade. Da musste ich nämlich teilweise doch extremst vom Gas gehen. Jetzt ging es eigentlich. Ich glaube, hier in dem Sektor bin ich trotzdem etwas langsamer als gerade eben, glaube ich. Zumindest kommt es mir gerade doch so vor. Aber wir sehen es ja dann am Ende. Ja, definitiv zu langsam. Eben waren wir doch bei weitem schneller. Ich denke mal, eine Frohung. 1,20. Jetzt holt Rosberg aber den Vorschlaghammer raus. Das ist heftig, eine 1,20. Zwar eine mittelprächtige 1,20, aber es ist eine 1,20 und ich bin schon wieder 0,5 Sekunden langsamer im ersten Sektor. Das hatte ich in Spanien auch schon, ich weiß nicht warum. Und geht der Sprint aus. Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. Jetzt mal Ronaldo soll schneller sein wie ich, will der mich verarschen. Okay, die Runde war auch nicht gerade schnell, aber trotzdem. Trotzdem ein wenig kurios gerade. Boah, der hat eine 1,20,1, das ist heftig. Ja, das weiß ich. Ich kenne die Regeln der Formel 1. Das brauchst du mir nicht nochmal sagen, Ingenieur. Allerdings sollte das schon bei weitem eine schnellere Runde sein. Aua. Da mache ich lieber eine Rückblende, weil sonst dauert die Reparatur zu lange. Ich werde trotzdem nochmal drüber rausfahren mit weichen Reifen. Ja, jetzt muss ich sowieso raus. Geil. Aua.
Haben wir doch noch einen Terra di Mongo. Die haben aber auch kein Benehmen, aber ganz ehrlich, was sind denn das für Sitten hier? Jetzt einfach geradeaus. Das ist ja eh keine gezeitete Runde, dann brauche ich auch die Zeit davon nicht vertrödeln. Ist natürlich jetzt geil, jetzt bin ich natürlich 1,4 Sekunden schneller, aber das bringt mir jetzt nichts, weil es ja abgekürzt war. Jetzt wird der natürlich auch rein. Ach, die sind auch schon alle auf weichen Reifen unterwegs, okay. Hab ich jetzt. Ja, gut. Eine sehr gute 1,20 macht man, glaube ich, auch nicht so einfach mit einem harten Reifen. Also, ja, gut. Kommt trotzdem heftig. Ich habe jetzt leider auch nicht die Zeit im Kopf, beziehungsweise ich weiß nicht, wie schnell man im Spiel fahren kann, maximal. Aber ich würde schon sagen, dass das eine ganz gute Zeit ist. Also. Ich weiß, ich bin nicht der Schnellste, der Beste, etc. pp. Das kann mir auch jeder bestätigen, ich weiß. Aber ganz scheiße bin ich jetzt auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich unbedingt 10, 20 Sekunden langsamer bin als die meisten. Also das fände ich schon sehr, sehr komisch. Und jetzt fahren wir dann auch mal mit den weichen Reifen raus. Sollte das doch noch mal ein bisschen schneller gehen. Vielleicht schaffen wir es ja noch mal eine Sekunde knapp schneller zu werden. Das wäre eigentlich schon, glaube ich, in Ordnung. Zumal zu Pedders fehlen uns nur 0,2 Sekunden. Also so schlecht können wir dann ja mit dem harten Reifen auch nicht gewesen sein. Wenn wir mit dem harten Reifen quasi schon fast mit einer Zeit von den weichen Reifen mithalten können. Also da bin ich doch Dinge, dass wir da ganz gut vorankommen noch. Ja, da habe ich mal wieder leicht die Wand touchiert. Also wenn er jetzt sagt, dass die Hinterreifen zu kalt sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Okay, jetzt sind es auf einmal wieder abgekühlt. Ich raff das nicht. Normalerweise, wenn man bremst, sollte man meinen, heizen die sich wieder auf, weil die ja stehen bleiben und dadurch dann eigentlich warm werden, aber na gut. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen scheiß Puller da noch umfahren muss. Irgendwie steht der jedes Mal wieder da. So, jetzt gilt's. Ich hoffe, wir haben eine ganz gute Runde gleich. Ich denke eigentlich schon, dass wir das schaffen sollten. Was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Hä? Ich weiß echt gerade nicht, was mit dem. Tut mir leid, dass ich gerade so viele Rückblenden benutzen muss, aber ich weiß manchmal echt nicht, woran das liegt, dass der manchmal nicht einlenkt. Vielleicht ist auch mein Gamepad nicht mehr ganz in Ordnung. Kann auch sein. Muss ich vielleicht demnächst mal nachschauen. Ich habe zwar auch ein Lenkrad, aber irgendwie damit komme ich nicht ganz so gut zurecht. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie gefällt mir das Ding nicht wirklich. Aber gut. Ist wahrscheinlich auch nur eine kleine Übungssache, aber ich weiß nicht. Für mich macht es zum einen viel zu viele Geräusche. Also, ja, es ist ein bisschen störend, finde ich, beim Fahren. Und auch die Pedale unten sind jetzt auch nicht so der Knaller, also. Naja, das müssen wir nochmal eine Wiederholung machen. Also das ist definitiv kein Vergleich mit einem echten Auto, die, was war das denn? Wieso ist der den jetzt nach links abgewogen? Verdammte Scheiße. Das ist definitiv kein Vergleich mit einem echten Gas, Bremse und Kupplungspedal beim Auto. Also, das fühlt sich alles ein bisschen seltsam an, knarzt auch ein bisschen, finde ich. Naja, egal. Und ich
weiß, dass ich mit dem Gamepad eigentlich schneller bin, warum ich jetzt allerdings jetzt so langsam bin. Verstehe ich allerdings nicht so wirklich. Das kommt mir nämlich gerade jetzt irgendwie etwas spanisch vor. Du hinkst etwas hinter den Windzeiten her, besonders in Sektor 1. Alter, wieso fährt der denn jedes Mal in diese scheiß Wand? Das kann doch nicht wahr sein. Langsam funktionieren, ey. Nicht, dass wir jetzt wirklich in U2 ausscheiden, das wäre echt scheiße. Ich nehme jede Mauer mit. Aber wir sind schon mal nicht mehr ganz so langsam wie eben in dem Sektor, also nur 0,033, also eben waren es glaube ich 0,3. Die Runde davor. Also da haben wir uns dann doch schon ein bisschen verbessert. Jetzt habe ich natürlich schon wieder so ein Mongo hier in dem letzten, in dem Abschnitt. Das ist echt störend, wenn die hier bei der Anfahrt zur Hafenschikane einem direkt vor der Flinte hängen. Also das finde ich echt sehr störend und es kostet auch immer ganz schön viel Zeit. Meine Güte, was ist denn heute los? Ich nehme doch echt alles mit euch. Jo. Ganz ehrlich, das ist nicht normal. Ihr habt es gesehen, ich habe es bisher sehr, sehr sparsam mit dem Rückwärtsumgang gehabt. Aber irgendwie jetzt gerade hier im Qualifying, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Schon wieder zu weit raus, ey. Das ist doch nicht normal. Hilfe! Also ganz im Ernst, was ist denn halt los? Ich krieg heute nichts auf die Kette irgendwie. Ich will doch nur unter die Top 10, verdammt. Sektor 2 ist gut. In Sektor 3 verlierst du kaum Zeit. Das ist echt langsam nervig, also ich weiß nicht, wieso das nicht viel hinhaut. Das begreife ich wirklich nicht. Das sollte ich nochmal merken, ganz ehrlich. Wozu lenke ich eigentlich, wenn er dann trotzdem geradeaus weiterfährt? Hä? Also Leute, das müsst ihr mir jetzt echt mal erklären, wieso er geradeaus fährt, wenn ich einlenke. Das wirklich gerade an meinem Gamepad liegt. Nicht normal, oder? Ich starte die Session gerade mal. Das ist echt ein Unding, dass ich das mache, aber. Was ist das denn für eine Scheiße auf einmal? Warte mal, ich glaube, ich muss mal gerade. Und wo war heute jetzt OS? Ne, da nicht. Versteuerung. Lenkradspiel kann ich leider nicht mehr weiter hochsetzen. Ich habe das sonst bei den Spielen auch höher gehabt. Bremssättigung tut es auch. Tun wir mal 1-2% immer ändern. Vielleicht tut es das. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade nicht funktioniert. Ja, jetzt müssen wir wieder warten. Ich hoffe, dass wir es jetzt mal auf die Kette kriegen, ne? Das war echt nicht so geplant gerade, also besonders, dass ich dann jetzt auch noch die Session neu gestartet habe, also das ist eigentlich für mich ein No-Go, also das mache ich auch sonst eigentlich nicht. Das habe ich auch die Jahre davor immer gemacht, also
Außer wenn es mal wirklich im Rennen war und ich in der ersten Kurve abgeschossen wurde. Okay, aber sonst? Nee, eigentlich. Nee. Keine Ahnung. Irgendwie ist komisch gerade. Und die Strecke mag mich nicht. Das sowieso. Mag mich einfach nicht. Die Leitplanke, die hat halt eine Anziehung auf mein Auto, das ist der Wahnsinn. Ich denke mal, wenn wir eine knappe Zeit unter 1,21, sollten wir definitiv weiter sein. So schnell waren die Jungs nämlich nicht. Zumindest die wenigsten. Was zur Hölle? Jetzt fängt diese ganze Scheiße schon wieder an. Ich bin jetzt extra. Ich zeig euch das. Klatsch fährt er dagegen. Ich bin extra noch früher von der Bremse gegangen. Oh Gott, ich glaube, das wird ein Stundenvideo, solange ich hier am Hubdoktor gerade, das ist der Wahnsinn. Das läuft überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, wie das dann im Rennen laufen soll, Alter. Mann. Das wird ja dann eine ganz lustige Fahrt. Naja, wenn ich es da in etwa schaffe, dann auf dem zweiten oder auf dem ersten Platz zu kommen in der ersten Kurve oder so. Dann kann ich mich schön vor die setzen. Überholen können die einen hier sowieso kaum, weil Überholmöglichkeiten hat man hier weniger. Und man hat auch nur eine DRS-Zone und die ist auch nicht sehr toll. Ich hoffe, der bleibt mir jetzt nicht mit im Weg stehen, der Kollege. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt mal endlich eine vernünftige Zeit wird. Scheiße, wenn ich jetzt wirklich zwei ausscheiden würde. Also ich habe nach dem guten Training und nach dem doch ganz guten ersten Q1 habe ich eigentlich gedacht, dass. Oh. Ich habe eine 1,20,3 geschafft. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Also, wenn ich Glück habe, brauche ich jetzt gar nicht mehr weiterfahren. Ich bin sogar gerade schneller wie Rosberg. Hamilton hat zwar eben 1,20,1 gefahren, aber ist die Frage, ob er es zum einen jetzt wieder schafft und zum anderen wäre es mir eigentlich gerade tierisch Latte. Aber zum einen ist es ein Q2 und zum anderen, mir wäre auch recht, zweiter oder dritter Startplatz zu sein im Rennen. Also gut, reicht glaube ich dann. Meine Treffen mal gerade aus. Teamkollege. Ich sag mal, wenn das jetzt Hamilton gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, bremst du den mal ein bisschen ein, aber dann fahren wir mal direkt an die Box. Ah, okay, anscheinend kommt jetzt auch ein Fahrer sein. Oder? Kommt noch Fahrer rein? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es sich dann doch gelohnt, das Ding neu zu starten. Ja, Reparatur, ist mir egal. Komm, mach hin. Ja, jetzt bin ich wieder Zweiter, aber ja klar. Aber diesmal ist Rosberg der schnellere. 1,20,2, Hamilton nur eine 1,21. Ich mache jetzt einfach mal beschleunigen. Wahrscheinlich wird dann Hamilton sich noch den ersten oder den zweiten holen. Gut, ist ja egal. Aber ist
eine ganz solide Leistung gerade, zumindest. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Ich wäre echt mal froh, wenn Hamilton rausfliegen würde, ganz ehrlich. Also, gut. Keine Ahnung. Auch jetzt nächste Woche beim Rennen in. Wo ist Stettert? Ich glaube Abu Dhabi. Im echten Formel 1. Heute hat Rosberg dann gewonnen gegen Hamilton. Also erster Rosberg, zweiter Hamilton. Dadurch hatte er sich dann noch die Chance offen gelassen, doch noch eventuell Weltmeister zu werden. Weil es beim letzten Rennen doppelte Punkte gibt. Naja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie das Rennen dann da ablaufen wird. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Q3. Und bin mal echt gespannt, auf welchem Platz wir da landen werden. Kann auch sein, wenn dieses Video, beziehungsweise wenn das nächste Video kommt, dass es dann auch schon am Ende sein wird. Also, dass vielleicht sogar dann auch schon die Entscheidung in der echten Formel 1 Fahrerwertung kurz bevorsteht. Also, ich weiß es mal nicht. Ich nehme gerade mehrere Aufnahmen auf einmal auf. Also nicht wundern, wenn ihr dann irgendwas irgendwie hört, von wegen, ja, ist demnächst Rennen. Und dann war es. Das war das Rennen allerdings schon. Also ich will euch damit nicht verwirren. Ist halt ein bisschen voraufgenommen. Damit ihr auch immer schön ein paar Videos habt. Auch wenn es in der letzten Zeit so war, dass ich doch öfters mal einen Tag nichts oder nur ein Video hatte. Das hatte aber teilweise auch andere Gründe, also unter anderem, dass ich einmal ein Problem halt mit der Festplatte hatte. Einmal habe ich einfach vergessen auf Plan zu stellen, da hatte ich die ganze Zeit auf privat und wunderte mich, warum keine Aufrufe sind. Und ja. Passiert halt auch schon mal, wenn man denn in der Eile des Gefechts die Daten nicht richtig eingibt. Aber ich denke mal, das würdet ihr mir wahrscheinlich verzeihen, beziehungsweise ich hoffe mal, dass ihr mir da verzeiht. Und ich muss schon wieder eine Rückblende, das kann nicht wahr sein. Heute ist der Tag der Rückblenden. Ich hoffe, dass ich wirklich wieder so eine gute Zeit hinbekomme wie eben. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. War das? Habe ich die Mauer echt berührt? Toll, ich bin in dieses scheiß Styropor-Ding da gedonnert. Ja, diesmal ist das schon gut. Das ist echt manchmal eine Präzision, hier ganz knapp an der Wand zu fahren. Besonders hier in Monaco, ey, meine Fresse. So, Hölle! Was ist denn heute los? Ich glaube, das ist für mich echt zum Zeichen, dass ich heute aufhören sollte aufzunehmen und lieber dann das Rennen beim nächsten Mal aufnehmen. Sonst wird das echt noch ein richtiges Rennen. Desaster, meine Güte. Werde ich nachher mal zählen, wenn ich hier benutzt habe. Das ist echt der Wahnsinn. Was zur Hölle? Wozu bremse ich eigentlich? Ich muss definitiv noch eine zweite Runde fahren.
weiß nicht, woran es lag, aber ich war gerade irgendwie, besonders im letzten Abschnitt, richtig scheiße. Alter, was ist denn heute los, ey, ganz ehrlich? Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, Junge. Dass du mich ja auch noch kritisierst. Wir sind schon mal schneller als Hamilton und Rosberg. Wieso Vettel auf einmal jetzt so sauschnell ist, weiß ich jetzt auch nicht. Allerdings so gut war die Zeit jetzt auch nicht. 1,20,7, also da waren wir doch eben bei weitem schneller. Keine Ahnung warum. Aber ich werde dann sowieso jetzt nochmal mit einem weiteren Satz weiche Reifen rausfahren. Ja, vor allem, weil jetzt Hamilton sich wieder den ersten geholt hat. Und der Typ, der macht mich wahnsinnig. 1,20,1 schon wieder. Jetzt fängt das schon wieder an. Mann. Ich kann den Typen sowieso nicht leiden. Und dann im Spiel geht der mir wieder tierisch auf den Sack. Doch, hab ich. Heul nicht rum, ich hab noch Sprit. So, jetzt zieht mir ganz schnell neue Reifen auf. Damit ich auch hier nochmal eine Runde fahren kann. Komm, rollt schneller, schneller, schneller. Ich muss in die Box. Komm. Reifen. Du bist jetzt nur noch Dritter. Habe ich jetzt echt schon die... Wieso habe ich denn hier noch so viele Reifenmischungen? Setz mal die ein. Ich weiß zwar nicht, warum der da die vorletzte genommen hat, aber gut. Verstehen tue ich es nicht, sagen wir es mal so. Vor allem, weil ich die vorderen noch alle zur Verfügung hatte. Keine Ahnung. Seltsam. Auf jeden Fall sehr seltsam. Jetzt gerade alle in der Box oder die sind gerade komplett anders unterwegs. Das ist aber ganz in Ordnung. Also da habe ich echt nichts gegen, wenn die mir nicht die ganze Zeit im Weg stehen. Jetzt kürze ich hier auch ein bisschen. Weil es ja so keine gezeitete Runde, da bin ich mir eh nichts an. Jetzt
fahre ich dieses blöde Ding um. Weil ich hoffe, das Ding bleibt auch jetzt mal weg. So, vielleicht schaffen wir es ja direkt in der ersten Runde schon eine gute Zeit hinzuklatschen noch. Vielleicht bringt uns das noch ein bisschen was. Der Tag der Rücken. Was ist das denn, ey? Ich bremse und der rutscht und rutscht und rutscht. Jetzt mal ganz im Ernst, was ist heute mit mir los? Ich krieg heute keine vernünftig hin hier. Ich fühle mich heute etwas verarscht, ich weiß nicht. Alter Leute, ey. Ihr seht es ja. Da versuchst du wirklich mal ausnahmsweise ganz genau. Ganz. Alter. Ich bin schon froh, dass ich da echt gerade zur Zeit unendlich Schrittblenden drin stehen habe und Alter Schwede. Wir fehlen nur 2 Zehntel auf die Pole. Push weiter. Das ist echt frustrierend sowas. Mann, Mann, Mann. Bei 10. könnte ich jetzt gerade wirklich gut gemacht haben, ausnahmsweise. Mann! So eng wollte ich die Kurve gar nicht fahren. Das wäre dann nämlich meine erste Kurve hier, also. Ich glaube zumindest, dass ich zumindest noch keinen hinbekommen habe. Das ist hier in dem Spiel bisher. Wäre auf jeden Fall richtig fett. Wenn wir das jetzt hinbekommen würden. Wir sind gerade eine Sekunde schneller. Ah, wenn dann nicht diese blöden Rutscher wieder wären. Ich ruiniere mir, glaube ich, jetzt schon die Reifen fürs Rennen. Wenn ich das. Ja. Wohl eigentlich. Auf der Grafik sehen sie gut aus. Und. Es hat echt gereicht. Ich habe eine 1.19.7 hinbekommen. Ich fasse das nicht. Hätte ich echt nicht erwartet. Also bin ich echt froh, dass ich jetzt nochmal mit, ja. Mit der Fit-Lösung quasi gefahren bin. Beziehungsweise. Jetzt gerade mit voller Drehzahl. Wir haben keinen Sprit mehr.
Das könnte mir jetzt wirklich geholfen haben. Und war jetzt auch nicht gerade ganz scheiße, sagen wir es mal so, aber das war schon geil. Klar, ich habe die Zeit jetzt nur hinbekommen, weil ich jetzt auch ein paar Rückmeldungen benutzt habe, auf jeden Fall in der Runde. Aber wenn ich mich, glaube ich, mehr konzentrieren würde, würde ich das auch so hinbekommen. Aber ich bin heute echt gerädert. Also, so viele Parts, wie ich heute schon aufgenommen habe, sowohl hiervon als auch von Arma. Boah. Irgendwann ist man dann doch mal ein bisschen hinüber. Und wir haben wirklich die Pole Position. Ich breche zusammen. Geil, geil, geil. Alter Schwede. Jetzt können wir natürlich die Pole Position richtig geil feiern. Hammergeil, muss ich echt sagen. Freut mich echt, dass wir das mal endlich geschafft haben. Und ja, mit diesem tollen Ergebnis würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis zum Rennen. Haut rein, Leute.